Wir sind heute in Kiel. Stadt des Rekordmeisters und der Einheitsfeier 2019. Wir besuchen gemeinsam die Staatskanzlei und den Ministerpräsidenten Daniel Günther. Hi, herzlich willkommen in der Staatskanzlei. Na, also ich mache gerade ein Praktikum hier und schreibe so ein bisschen die Reden. Wir gehen jetzt zum Ministerpräsidenten, zum Büro und ja, folgt mir einfach. Moin. Moin. Herzlich willkommen. Hallo. Wart ihr schon mal hier in der Staatskanzlei, oder? Erstes Mal oft vorbeigelaufen, aber erstes Mal reingeschafft. Und habt ihr das schon so wahrgenommen, dass so der Tag der Deutschen Einheit in Kiel stattfindet? Dass jetzt hier die Feierlichkeiten am Aufbauen sind, das merkt man jetzt schon. Also man merkt so langsam, die Vorbereitungen gehen los. Und ich finde das auch eine schöne Sache. Ich freue mich immer, wenn Kiel da so ein bisschen in den Vordergrund rückt. Habt ihr da irgendwie eine Affinität zu? Ist es irgendwie noch was Besonderes, wenn man den Tag der Einheit feiert? Oder ist das eher cool, dass das ein Feiertag ist? In meiner sportlichen Laufbahn war das überhaupt kein Thema. Also im Sport kommt es ja sowieso auch darauf an, da sollte eigentlich auch die Leistung entscheiden und nicht die Herkunft. Und daher ist, glaube ich, Sport da auch so ein guter, ja, so ein guter Indikator, so wie man es machen muss. Ja. Ich glaube, gerade rückt ja auch eher die Zukunft in den Fokus und das ist ja nun mal Vergangenheit. Und das hat uns ja so eine Art Status quo erarbeitet, eben die freiheitliche Demokratie. Und jetzt ist der Fokus tatsächlich eher mehr darauf, das auch zu erhalten. Ja, wir haben ja so in der Bundesratspräsidentschaft gesagt, Mut verbindet, so als Leitwort quasi, weil wir gesagt haben, Mut verbindet war ja das, was die Menschen damals verbunden haben, die sozusagen auf die Straße gegangen sind. Und das wollten wir genauso auf die Zukunft eben, ne, projizieren, weil wir gesagt haben, auch heute kann man eben viel erreichen, wenn man mutig ist. Das passt ja zum Sport auch genauso. Also ich sag mal, beim Handball würde ich mal sagen, muss man auch mutig sein. Besser. Auch gerade im Teamsport, dass so dieser Mut, der ja durch den Teamgeist und dieses Teamgefühl ja nur noch multipliziert wird, dass das gerade in den entscheidenden Phasen und in den kritischen Phasen vor allem der Hauptfaktor ist, ob man dann am Ende erfolgreich ist oder nicht. Auf welcher Position haben Sie denn gespielt, wenn ich fragen darf? Also ich bin ja nicht so groß und deswegen, also ich bin aber Linkshänder, das ist ja schon mal ein Vorteil, wenn man Handball spielt, und ich habe die meiste Zeit halb rechts gespielt. Also meine größten Siege waren nicht in Ungarn, sondern in Kropp-Tetenhusen. Da habe ich aber auch früh gespielt, ist auch nicht einfach da. Nee, das stimmt. Nee. Da durfte man auch keinen Wachs benutzen, die hatten immer so einen total strengen Hallenhausmeister. Ja, aber apropos, dadurch, dass du ja auch Handballer bist, haben wir hier dir noch ein Trikot mitgebracht. Und weil wir auch eine Euro haben im Januar, haben wir gedacht, das passt dann direkt. Ja, super. Vielen Dank. Hinten mit der 1. Sehr cool. Die 1 hier hinten und vorne Mut verbindet. Genau. Das ist ja unser Motto im Bundesrat. Ja, da haben wir jetzt auch schon viel drüber gesprochen. Und jetzt kannst du mit der 1 auch mal zeigen, wie viel Mut du hast. Ich würde sagen, stellst dich mal ins Tor und wir knallen da ein paar Dinger rauf. Alles klar, bin ich dabei. Für mich ist einfach diese Teamleistung, dass man nur gemeinsam stark ist, dass es aber immer ein fairer Sport ist, der zwar mega hart ist, aber eben nie unsportlich. Das ist das, was Handball, finde ich, auch auszeichnet. Ja, das passt doch. Ja, wie geht angegossen. Einigermaßen, oder? Ja. Und, fühlt sich bereit? Ja, ja? Bin ich. Ja. Dieses Ding. Freundschaftswurf. So, jetzt will ich aber auch mal werfen. Okay. Auf jeden Fall wirst du schon mal härter als ich. War cool. Danke. Danke. Spaß gemacht. Vielen Dank. Mir auch. Danke. Dank. Danke. Vielen Dank. Danke. War cool. So, hat echt Spaß gemacht heute und ich gehe ja mal gerne zum Handball hin und vielleicht habt ihr mal Lust, umgekehrt mal unserer Einladung zu folgen. 2. 3. Oktober. Ja, der Tag der Deutschen Einheit wird hier in Kiel gefeiert und wenn ihr Lust habt, ihr seid herzlich willkommen. Auf jeden Fall. Mit dem Sieg in Wetzlar kommen wir dann zur Einheitsfeier am 3. kommen wir vorbei. Das ist die Bedingung. Ja.